Hallo liebe Weltraumabenteurer, in diesem Video möchten wir gemeinsam einen Server installieren. Als Basis nutzen wir dazu die Software FreedomBox. FreedomBox eignet sich besonders gut, da sie bereits vollständig in Debian integriert ist. Darüber hinaus bietet FreedomBox ein einfaches Frontend zur Konfiguration. Zur Installation wählen wir als erstes im Browser die Webseite freedombox.org an. Dort scrollen wir etwas herunter, bis wir an den Punkt Get Your FreedomBox kommen. Hier klicken wir auf den Punkt Build Your Own FreedomBox, scrollen wieder etwas herunter, bis wir das Debian-Logo entdecken. Dort klicken wir drauf und wählen dann den Punkt Instructions. Nun sind wir im Debian-Wiki angekommen. Im Debian-Wiki wird die Installation der FreedomBox im Detail beschrieben. Als erstes solltest du dein System aktualisieren. Dazu werden zunächst die Paketquellen aktualisiert und danach kann mit der Installation der FreedomBox bereits begonnen werden. Hierzu wähle diesen Befehl und führe ihn in deinem Terminal aus. Ich habe das jetzt bereits gemacht, denn dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nach der Installation empfehle ich dir, deinen Computer einmal neu zu starten und dich wieder an deinem System anzumelden. Nachdem du das getan hast, öffne bitte wieder ein Terminal, denn wir müssen noch einiges an Informationen herausfinden. Als erstes müssen wir wissen, wie dein Rechnername heißt. Dazu kannst du den Befehl Hostname oder Hostname eingeben. Mein Rechner heißt Linux. Linux allein kann ich aber nicht im Browser eingeben, deswegen muss ich einen Punkt local hinten dranhängen. Das heißt dann linux.local. In der Anleitung hier findest du außerdem weiter unten einen Hinweis, dass sich in dieser Datei ein Secret Key befindet, den du unbedingt notieren solltest. Wir schauen uns diesen also an. Dazu nutzen wir sudo, das cut-Kommando, was wir bereits kennenlernen durften, und geben den Pfad zu der Datei an. Das wäre var lib plint freedombox-wizard-secret. Dieses Secret kopieren wir uns. Wir wissen also nun, wie dein Rechnername heißt. Diesen geben wir hier in der Adressleiste an, linux.local. Werden zunächst hingewiesen, dass wir noch kein gültiges SSL-Zertifikat haben. Hier klicken wir auf Weiter, Risiko akzeptieren und geben dann hier beim Setup-Assistenten das Secret an, was wir uns vorher notiert haben. Nun können wir mit der eigentlichen Einrichtung beginnen. Als erstes wird ein Benutzerkonto angegeben, mit dem sich die FreedomBox verwalten lässt. Dazu musst du zweimal ein Passwort eingeben und kannst dann hier unten auf Konto erstellen klicken. Als nächstes wirst du gefragt, wie deine FreedomBox mit dem Internet verbunden ist. In der Regel ist dein Computer entweder per LAN-Kabel oder per Wireless LAN mit deinem Router verbunden. Dann wählst du diesen Punkt bei Anschluss an einem Router. Klickst hier auf Weiter. Im nächsten Schritt sagst du, wie du deinen Router konfigurieren möchtest. Wir haben unseren Router nicht konfiguriert und möchten das an dieser Stelle auch nicht tun. Wir sagen also hier, der Router ist unkonfiguriert. Klicken auf Weiter. Nun wirst du gefragt, wie du mit dem Internet verbunden bist. Es gibt entweder öffentliche IP-Adressen oder nicht öffentliche IP-Adressen. Wir haben in der Regel keine öffentliche IP-Adresse. Eine öffentliche IP-Adresse besagt, dass dein Router beim Einwählen in das Internet immer die gleiche IP-Adresse bekommt. Das ist sehr selten der Fall. In der Regel kann man hier sagen, ich habe keine öffentliche IP-Adresse. Klicken auf Weiter. Nun wirst du gefragt, ob automatische Updates aktiviert werden sollen. Ich empfehle dir, diesen Punkt zu aktivieren und im nächsten Schritt auch gleich das System zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern und wird dir hier grafisch auch indiziert. Nun ist die Aktualisierung bereits abgeschlossen
und wir können hier auf Weiterklicken und sind bereits im Webfrontend der Freedombox angekommen. Dein Server ist an dieser Stelle bereits installiert. Wir möchten allerdings, dass er auch aus dem Internet erreichbar ist. Damit wir nicht mühsam unseren Router konfigurieren müssen, können wir ein Tool namens PageKite nutzen. PageKite ist ein Internetservice, der bis zu einem gewissen Grad gratis genutzt werden kann. Wir klicken hier parallel schon mal auf Installieren und gehen einmal auf die Webseite pagekite.net. Für PageKite benötigst du einen Account. Hier kannst du über den Punkt Sign Up ein neues Konto erstellen. Dort gibst du deine E-Mail-Adresse, den Namen der E-Mail-Webadresse, unter der deine Freedombox erreichbar sein soll. Ich habe das schon gemacht. Meine Webadresse heißt hier tuxwiz, also tuxwiz.pagekite.me. Das kannst du selber so machen, wie du möchtest. Nach der Einrichtung hier in diesem Bereich bekommst du eine E-Mail mit einem Passwort. Mit diesem Passwort kannst du dich dann im My-Account anmelden. Hier gibst du dann deine E-Mail-Adresse und das zugestellte Passwort an. Im PageKite siehst du dann ein sogenanntes Secret. Das brauchen wir nachher für die Einrichtung. PageKite wurde hier bereits installiert und ich kann jetzt hier zum Beispiel meinen Kite-Namen angeben. Der wäre tuxwiz und ich habe jetzt ein temporäres Secret erstellt, das heißt SpaceFun, und ich sage, übernehme die Änderung. Wir haben also eine Webseite tuxwiz.pagekite.me und surfen die gerade mal an und schauen, ob unsere Freedombox bereits aus dem Internet erreichbar ist. Und siehe da, unsere Freedombox ist bereits jetzt aus dem Internet erreichbar über die Webseite, die wir bei PageKite registriert haben. Als nächstes kannst du dann für diese Webseite ein gültiges SSL-Zertifikat beantragen. Das habe ich jetzt hier bereits gemacht. Dazu gehst du in den Bereich System und Let's Encrypt. Hier kannst du dann für diese PageKite-Adresse ein gültiges Zertifikat beziehen. Ich sage jetzt hier mal wieder beziehen. Habe allerdings schon ein gültiges Zertifikat. Du siehst das hier, indem hier das Schloss ordentlich angezeigt wird. Ich könnte mich jetzt also auch aus dem Internet an meiner Freedombox anmelden. Die Freedombox ist so aufgebaut, dass man im Bereich Apps zusätzliche Applikationen installieren kann. Zum Beispiel ein IkiWiki, das ist ein kleines Wiki-System. Das könnten wir hier im Hintergrund mal bereits installieren. Sagen wir mal installieren. Oder auch andere Applikationen. Nicht alle Applikationen funktionieren über PageKite. In manchen Fällen musst du dann deinen Router so konfigurieren, dass der Zugriff aus dem Internet auf deine Freedombox möglich ist. Für Dienste in deinem lokalen Netzwerk ist das natürlich nicht notwendig. Ich könnte zum Beispiel hier einen Samba-Server für eine Dateifreigabe installieren. Ich sage jetzt hier installieren. Hier oben in diesem Bereich gibt es übrigens eine Notifikation, also Benachrichtigung, die dir wichtige Informationen anzeigt. Dort kannst du immer sehen, ob eine Installation abgeschlossen worden ist oder ob wichtige Informationen vorliegen. Es wird zum Beispiel empfohlen, hier im Bereich Sicherung eine Datensicherung anzulegen, zum Beispiel auf eine externe Festplatte. Hier könntest du auch Softwareaktualisierungen vornehmen, Benutzer und Gruppen anlegen und weitere wichtige Einstellungen vornehmen. Wir schauen jetzt nochmal im Bereich Apps, Wiki. Das Wiki ist jetzt bereits installiert. Ich könnte jetzt hier sagen, Wiki oder Blog anlegen. Nenne das jetzt mal mein Linux-Wiki. Gebe hier ein neues Admin-Konto ein mit einem entsprechenden Passwort, das nur für diese App gültig ist. Sage übernehmen. Im Hintergrund wird mir jetzt die Wiki-Software automatisch installiert und sollte dann auf meiner Freedombox verfügbar sein. Hier unten wird es jetzt angezeigt. Da. Und ich schaue jetzt auch mal aus dem Internet. tuxwiz.pagekite.me. Mach mal aktualisieren. Sehe mein Linux-Wiki und bin jetzt aus dem Internet auf meinem Wiki. Ich könnte jetzt hier Edit sagen. Anmelden, aber Admin mit dem zuvor vergebenen Passwort. Sage jetzt hier noch Preferences. Setup. Suche dann mal nach Theme, klicke nochmal Enter, Enable Theme
Und hier wird mir zum Beispiel Action Tabs als Theme vorgeschlagen. Die wähle ich mal aus, sage hier unten auf Save Setup und schon sieht mein Wiki auch einigermaßen gescheit aus. Wir haben jetzt also unseren Server mit Freedombox eingerichtet, diesen aus dem Internet erreichbar gemacht, unsere erste Applikation, nämlich ein Wiki installiert und bereits ein wenig konfiguriert. Hier in der Freedombox, wenn du dort als Admin angemeldet bist, hast du noch viele weitere Möglichkeiten und Apps, die du installieren kannst. Samba ist hier zum Beispiel im Hintergrund auch bereits installiert worden. Das können wir uns auch mal anschauen. Wir sagen jetzt hier konfigurieren. Samba ist allerdings nur im lokalen Netzwerk gültig. Also du kannst nicht über das Internet auf eine Samba-Freigabe zugreifen. Wir sagen jetzt zum Beispiel mal hier, aktiviere OpenShare auf die Disk. Und dann könnte ich von jedem beliebigen Computer aus deinem Netzwerk über die Windows-Dateifreigabe, Netzwerk durchsuchen, Linux, Disk mit dem User, den ich mir hier angelegt habe, registrierter User, der heißt jetzt hier Admin, das ist mein Freedombox User Workgroup, kann ich beibehalten und dem Passwort auf dieses Share zugreifen. Dort kann ich neue Ordner erstellen und so Daten in meinem lokalen Netzwerk austauschen. Du siehst, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und du kannst sehr, sehr viel ausprobieren. Wichtig ist, dass du ein bisschen vorsichtig bist, denn diese Dienste, die du im Internet verfügbar machst, müssen auch regelmäßig aktualisiert werden. Stelle also sicher, dass die automatischen Updates, wie am Anfang gezeigt, aktiv sind und dann sollte eigentlich nichts schiefgehen. Somit hast du erstmal deinen eigenen Server installiert, bereits im Internet und in deinem lokalen Netzwerk verfügbar gemacht und kannst jetzt so richtig loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, teile deine Erfahrung in den Kommentaren und bei uns in der Telegram-Community. Ich freue mich darauf. Bis bald. Tschüss.